Dann heißen wir euch alle mal herzlich willkommen zur Abschlussveranstaltung des diesjährigen 11. Vintage Computing Festival Berlin. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da wart und immer noch da seid. Wir freuen uns auch über alle Menschen, die im Stream zugeschaut haben oder noch zuschauen werden. Und wir haben uns auch ein bisschen jetzt noch über Statistiken mal informiert, was denn so hier aufgelaufen ist. Wir haben jetzt keine Zuschauerzählung im klassischen Sinne durchgeführt, aber mit den Erfahrungswerten der letzten Jahre und auch das, was wir an, an Durchsatz gesehen haben an Menschen, vermuten wir so zwischen 600 bis 800 Menschen werden wohl hier gewesen sein in den letzten zwei Tagen, was schon eine ordentliche Größe ist. Vor allem, wir hatten jetzt auch eine neue Location, da war uns auch nicht immer ganz bewusst am Anfang. Ja. Und Schienenersatzverkehr, genau. Also das ist echt eine sportliche Zahl und viele Menschen, die wir auch schon vorher kannten, viele Menschen, die jetzt das erste Mal hier waren, schön zu sehen, dass es einfach immer noch so viele Leute interessiert und dass wir so eine breites Publikum anlocken können. Und wir sind davon sehr positiv gestimmt und freuen uns, dass das so gut funktioniert hat. Wir möchten uns auch noch extra bedanken bei allen Menschen, die das wieder ermöglichen, dass wir es auch weiterführen können, also insbesondere den SpenderInnen. Wir haben ungefähr, also wir haben es nicht genau ausgezählt, aber wenn wir das Bare und das Unbare zusammenzählen, sind wir bei ungefähr 1400 Euro jetzt gelandet, was auch eine sehr stolze Summe ist und uns auf jeden Fall gut ermöglichen wird, das weiterzuführen in Zukunft, und da sind wir sehr dankbar. Ja, dankbar sind wir aber auch für andere Dinge. Natürlich zuallererst den Ausstellerinnen und den Vortragenden, die hier hergekommen sind, ihre Sachen hergetragen haben, das gefunden haben und dann hier auch im Hörsaal für einen bunten Mix an Vorträgen unterschiedlicher Art gesorgt haben. Zu den Ausstellern, denen wir danken möchten, im Express des Verbes gehört auch das Computerspielemuseum, die uns wieder Leihgaben für den Game Room, der dieses Jahr etwas kleiner gewesen ist, gegeben haben, also die dort aufgestellte Arcade-Maschine. Die zu sehen ist, die andere kam von Malte Schulze, das ist natürlich auch nochmal erwähnenswert, der übrigens aber auch nochmal eigens zu bedanken ist in seiner Daseinsform als DJ Thunderbird, nämlich für die musikalische Bildungsveranstaltung, die wir gestern Abend hatten, in der wir über Sid-Musik aufgeklärt wurden und die dann auch gleich zu Gehör gebracht bekommen haben. Das war also auch sehr schön. Und das Licht dafür, das hat Brainstorm organisiert, der ist jetzt leider schon wieder auf dem Weg nach Nürnberg, aber unsere Gedanken fliegen ihm hinterher und bringen ihm den Dank. die Organisation und die Durchführung des Lötworkshops ist auch zu erwähnen, der heute stattgefunden hat, heute Vormittag. Da allen HelferInnen und allen Leuten, die das mit vorbereitet haben, auch einen herzlichen Dank. So wie überhaupt den HelferInnen, die hier am Vintage Computing Festival in Berlin jetzt teilweise ja schon seit einigen Jahren mit dabei sind, aber auch hier immer wieder neue dabei sind. Also das ist so etwas, das im Hintergrund passiert, das viele ja gar nicht sehen, was hier an organisatorischer Leistung gebracht wird, was vom Tischrücken bis hin zu Kaffee kochen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alle. Also da auch einen ganz herzlichen Dank für die HelferInnen. Die kriegen jetzt sogar einen Applaus. Ja, und dann natürlich auch die Besucherinnen und Besucher, die hier hergekommen sind. Wir haben es ja schon gehört, das war eine Menge, die durchaus beachtlich ist. Wir hatten selbst keine Vorstellung davon, wie wir kommen. Ne? Wir sind das erste Mal hier in Oberschöneweide an der HTW. Das ist jetzt für viele erstmal sowieso, okay, wo muss ich hin in Berlin? Ist das nicht mehr in Mitte? Nein, das ist jetzt in Oberschöneweide. Und das zweite ist dieser Schienenersatzverkehr, der schon erwähnt war, der das sozusagen noch ein extra Skill eingefügt hat. Also ohne den Schienenersatzverkehr wären es wahrscheinlich 1000, 1600, 2000, 4000 Leute gewesen, wie sonst auch. Mal schauen. So, zu den HelferInnen, die ich eben schon erwähnt habe, kommt natürlich auch die Organisation im Hintergrund, die im Vorfeld sehr viel gemacht hat, also sowohl die Leute vom VCFB e.V. als auch die Menschen hier von der HTW, also Organisatorinnen in der Ferne, wo vor allem Anke Stüber jetzt in Schweden sehr, sehr tatkräftig mitgeholfen hat, von Ferne auch heute noch mit Sitzung. Wir haben ja eine Vereinssitzung heute gehabt, da wurde das auch schon so ein bisschen resümiert, was hier passiert ist. Und dann aber auch die Leute natürlich, die hier vor Ort waren. Also vom VCFB sind ja einige Leute, die mitgeholfen haben und die sozusagen immer auch mit anwesend waren, teilweise an den Helfer- oder Orga-T-Shirts zu erkennen gewesen.
Okay, ja, technisch sind wir unterstützt worden, wie immer, vom Chaos Computer Club hier in Berlin. Die haben uns sehr viel Material, so Steckdosen, Kabel, Matten und so weiter und so fort. Alles, was an vielen technischen Dingen für den Workshop, aber auch für die Ausstellung notwendig gewesen ist, haben wir wieder von dort geliehen bekommen. Wie jedes Jahr seit 11 Jahren kontinuierlich sind die, unterstützen die uns. Also das finden wir großartig. Zudem, Zudem natürlich das VOG, das nicht unerwähnt bleiben darf, immer im Hintergrund, auch hier im Vortragsraum. Die Menschen vom VOG, die die Vorträge nicht nur alle hier live streamen übers Netz, sondern eben auch mitschneiden. Und wie ich gehört habe, mittlerweile sind die schon online verfügbar und schon teilweise wieder auf YouTube hochgeladen. Also das geht alles so in Windesschnelle hier, dass also man fast gar nicht mehr herkommen müsste. Wenn es nicht so cool wäre, hier zu sein. Ne? Das ist wirklich ganz beeindruckend. Und ihr habt euren verdienten Applaus schon bekommen. Und wir freuen uns, wie jedes Jahr, immer wieder mit euch da zusammenarbeiten zu können. Natürlich auch die HTW als Institution muss bedankt werden, die hier uns einen Platz gegeben hat. Und wir sind das erste Mal hier. Wir haben das jetzt alle erstmal kennenlernen müssen, den Ort. Wir finden die Location unglaublich schön. Also auch gerade der Raum, wo dann die Spiele drin waren, mit diesen beiden großen Fensterfronten, die dann auf die Spree hingehen. Das ist also wirklich, und wir hatten auch tolles Wetter. Man konnte sich auch raussetzen und so weiter. Das ist also eine ganz tolle Location hier. Danke, HTW, dass wir hier sein durften. Da freuen wir uns sehr drüber. Und namentlich natürlich vor allem Andrea Knaut. Andrea Knaut und Julia Vetter, wo ist sie? Da hinten. Also die beiden haben sowohl im Vorfeld mitgeholfen als HTW-Mitarbeiter, als auch jetzt hier ganz im operativen Sinne, damit die Veranstaltung großartig wird. Und deswegen darf Andrea jetzt auch gleich nach links gehen und hier für uns die Glücksfee spielen für unsere... Genau, wir haben zwei Kategorien von Preisen zu vergeben. Wir hatten ja alle Menschen gebeten, die auf dem Gelände waren, mal abzustimmen, was denn ihre liebste Ausstellung war. Und wir haben für die Top 2 Ausstellungen mehr Preise zu vergeben und für eine Person, die eben abgestimmt hat, die bekommt auch einen Preis dann, um auch ein bisschen zu motivieren, dass man dann abstimmen kann. Und ich würde mal mit Platz 2 anfangen von den Ausstellungen. Das ist die Ausstellung Inside CPU von Jörg Hoppe. Also die Ausstellung kam beim Publikum offenbar sehr gut an und Stefan hat einen kleinen Preis für dich vorbereitet. Ja, einen ganz kleinen Preis, nämlich per Asperum ad Astra. Du hast dich so angestrengt, also kannst du jetzt, damit wir auch in Zukunft mit dir rechnen können, bekommst du diese tolle Rechenmaschine, die übrigens gestiftet aus dem Fundus des HTW Computermuseums ist. Genau, und der erste Preis, der ist von dem Berlin Makerspace, also die Nummer 4. Sind die genau, da ist auch jemand anwesend, sehr gut, Bodo. Ihr habt den ersten Preis gewonnen, ihr bekommt einen nicht ganz so kleinen Preis. Ja genau, schade, dass ihr nicht zu zweit hier seid, denn ihr habt einen zweiteiligen Preis ebenfalls auch. Ich zeige das jetzt nochmal in die Kamera. Ein PC 1715 von Robotron nebst Monitor. Auch von der HTW. Und dazu musst du sagen, also, ja, sehr gut. Genau, für den Makerspace wahrscheinlich eine schöne Herausforderung. Erstmal muss der wahrscheinlich repariert werden und zweitens fehlt die Tastatur. Da kann man also noch ein bisschen dran maken, bis der dann läuft. Ne? Ja, bestimmt, das habe ich mir gedacht. Wunderbar, also auch dieser Preis aus dem Fundus des HTW-Computerarchivs, ganz hervorragend. Ich glaube, das ist so einer der tollsten Preise, die wir hier vergeben haben. Also zusammen mit der Rechenmaschine, besser geht's nicht. Ne? Ja, vielen, vielen Dank und viel Spaß damit beim Reparieren und dann später beim SCP ausführen. Genau, und jetzt haben wir noch den Preis für das Publikum und da bitte ich dich. Wo ist der denn? Hier. Was wir gewinnen können, du ziehst jetzt erstmal hier eine Person raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Person noch da ist. Kann auch sein, viele haben auch gestern abgestimmt. Oh. Ist da eine Adresse mit dabei? Ich weiß nicht. Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Das ist Andreas Richter.
Ist er denn da, Andreas Richter? Wahrscheinlich nicht. Okay, Andreas, falls du gerade im Stream zuguckst, ja. Wir zeigen dir mal, was du gewonnen hast. Du hast eine von unseren Tassen gewonnen. Die tollen VCFB-Tassen und eine Ausgabe der Zeitschrift Technikgeschichte. Und das ist nicht, weil die unbedingt weg muss, sondern das ist eine Ausgabe mit dem, zum Themenheft Pflegen, Flicken, Rearrangieren, zum Thema Reparieren von technischen Artefakten. Und da ist auch ein längerer Beitrag darin, wie man Computer repariert, sodass sie hinterher ausstellungsfertig sind. Also Andreas war das, ne? Genau. Andreas, wenn du also zuhörst und auch selbst alte Computer hast, reparieren, nächstes Jahr mitbringen. Hier steht drin, wie es geht. Vielen Dank für die Abstimmung auch an alle anderen, die mitgemacht haben und überhaupt an alle, die was gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, und jetzt gebe ich dir einfach mal das Mikro und dann kannst du noch mal ein Schlussgrußwort sagen. Geht das so? Ich will das hier mal reinstecken. Ja, eigentlich würde ich jetzt nur diese Dankesodyssee fortsetzen, ehrlich gesagt, ja. Also wir von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin sind super glücklich, dass das Vintage Computing Festival Berlin dieses Jahr hier war. Und mal schauen, ob es weitergeht, auf jeden Fall. Ja, also wir hatten ganz viel Unterstützung von unserer Veranstaltungstechnik. Wir hatten ganz tolle Helfer am Freitag, die ganzen Tische aufgebaut haben. Uns ist zwar ein paar Mal die Sicherung rausgeflogen und dann war niemand mehr da, aber Malte hat es immer wieder hingekriegt, dann doch noch einen Ersatzstromkreis anzuzapfen. Also es ist irgendwie gelaufen. Und ich bin sehr froh, wir hatten tolles Wetter, also es war tippitoppi, würde ich sagen, oder? Danke, HTW. Genau, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke, dass ihr alle da wart. Für nächstes Jahr werden wir wieder eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Schaut einfach auf die Website, wenn es dann wieder so Richtung Sommer bis Herbst wird. Wir versuchen diesmal ein bisschen früher uns zu melden, auf der Mailingliste auch die AusstellerInnen anzuschreiben aus den letzten Jahren schon, damit ihr besser planen könnt. Und dann wünschen wir noch einen schönen Sonntagabend, guten Nachhauseweg, guten Abbau für alle, die noch was abzubauen haben und bis nächstes Jahr.